Willkommen zurück nach unserer kurzen Pause hier bei uns im YouTube-Livestream zum Studieninformationstag bei uns an der Hochschule Mittweida. Schön, dass ihr noch dran geblieben seid. Alle, die neu dazugekommen sind, herzlich willkommen hier bei uns in Mittweida. Wir sind jetzt bei unserem Wirtschaftsblock angekommen. Wir betrachten jetzt die nächsten anderthalb Stunden unsere Wirtschaftsstudiengänge. Die sind auch sehr vielfältig bei uns. Und jetzt am Anfang beginnen wir, wie ihr es schon gelesen habt, mit den Studiengängen Betriebswirtschaft und dem Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen. Das gibt es bei uns einmal als Bachelor und einmal als Diplom. Und dazu begrüße ich jetzt bei mir im Stream Professor André Schneider, Studiendekan im Studiengang Betriebswirtschaft, Professor Thoralf Gebel, Studiendekan vom Wirtschaftsingenieurwesen Bachelor und Professor Gunnar Köbernick, Studiendekan vom Wirtschaftsingenieurwesen Diplom. Hallo zusammen. Hallo. 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 Professor Schneider, ich würde mit Ihnen beginnen, beziehungsweise mit dem Studiengang Betriebswirtschaft. Es gibt ja so das Vorurteil, dass Betriebswirtschaft sehr viele studieren. Was ist an dem Vorurteil dran und ist es wirklich so, dass die Branche so überlaufen ist, wie man das immer so langläufig hört? Es stimmt durchaus, dass sehr viele das studieren, hat aber auch seinen Grund. Also die Arbeits- und Tätigkeitsfelder sind sehr vielfältig und Betriebswirtschaftslehre hat natürlich unheimlich viele verschiedene Inhalte und die Ausbildung auch bei uns hat natürlich auch verschiedene Vertiefungen. Wir können in Mittweida 6 verschiedene Vertiefungen anbieten. Und aus diesem Grund haben wir natürlich auch sehr hohe Studierendenzahlen in dem Bereich. Aber die Wirtschaft bietet natürlich auch unheimlich viele Möglichkeiten, dann auch nach dem Studium erfolgreich tätig zu werden. Okay, Sie haben es schon angesprochen, wir bieten verschiedene Vertiefungsrichtungen hier in Mittweida an. Was ist denn jetzt genau das Besondere an unserem Studiengang Betriebswirtschaft? Warum sollte ich für Betriebswirtschaft nach Mittweida kommen? Ja, also in Mittweida haben wir eine sehr interessante Kombination aus erfahrenen Professoren und Professorinnen, die erstmal theoretisch sie sehr gut in das Fach einführen können, aber wir haben auch eine Vielzahl von Praktikern aus den Unternehmen, die Ihnen natürlich hier einen guten Einblick in die dann spätere Tätigkeit geben können. Und diese Kombination, die bieten wir an und wir sind dadurch sehr praxis- und anwendungsorientiert. Das mit der Praxis, das haben wir eben auch schon im Medienblog sehr deutlich gehört. Wie äußert sich denn die Praxis jetzt in der Betriebswirtschaft ganz genau? Die Betriebswirte werden ja jetzt nicht im Fernsehstudio hinter der Kamera stehen. Wie funktioniert das dort im Studiengang Betriebswirtschaft? Also dadurch, dass wir natürlich auch enge Kontakte zur Wirtschaft in Mittweida aufgebaut haben, haben wir natürlich auch mit den Dozenten entsprechende Anwendungsfelder. Und das äußert sich nicht nur in entsprechenden Seminaren im Studium, sondern auch durch die Möglichkeit, dann das Praxissemester in den Unternehmen zu absolvieren und auch dann die spätere Bachelorarbeit in der Zusammenarbeit mit den Unternehmen zu erarbeiten und am besten dann natürlich auch dort später tätig zu werden. Gibt es denn Partnerschaften, die die Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen mit den Branchen pflegt sozusagen? Also kann der Student oder die Studentin da auf ein bestehendes Netzwerk auch zurückgreifen? Also auf jeden Fall. Also wir haben sehr viele schon regional angesiedelte Unternehmen, aber auch überregionale und internationale Unternehmen. Aber nicht nur Unternehmen, sondern auch andere Non-Profit-Organisationen, wo dann die Absolventen dann später arbeiten können, aber halt auch unsere Studierenden während des Studiums dort schon Kontakte aufbauen können. Wir haben auch jährlich eine Firmenkontaktmesse, wo die Studierenden schon frühzeitig in Kontakt mit diesen Praxispartnern kommen können. Einen kleinen Einblick in die Firmenkontaktmesse gibt es übrigens nachher am Ende des Wirtschaftsblocks. Da haben wir auch wieder einen kleinen Clip für euch zu Hause vorbereitet. Professor Schneider, noch eine Frage. Wir haben schon gemeinsam über die Vertiefungsrichtungen gesprochen. Wie läuft denn das genau mit der Individualisierung meines Studiums ab? Was habe ich für Möglichkeiten und muss ich schon zu Beginn des Studiums oder schon zur Bewerbung wissen, in welche Richtung ich später gehen möchte? Also zum Anfang des Studiums müssen Sie erstmal noch nicht wissen, welchen Schwerpunkt Sie
absolvieren wollen und in welche Richtung sie dann später gehen wollen. Dafür ist auch dann das Studium da, in den ersten Semestern, dass sie erstmal ankommen, dass sie erstmal die wirtschaftswissenschaftlichen Grundlagen kennenlernen und natürlich auch entsprechende Kompetenzen aufbauen können. Und sie werden dann relativ schnell sicherlich als Studierende oder zukünftige Studierende dann merken, was ihnen am besten liegt. Und dann können sie aus sechs verschiedenen Schwerpunkten zwei auswählen. Also das kann einerseits Marketing sein, Logistics, International Management, Human Resource Management, Finance oder Controlling und Accounting. Und welche dieser Schwerpunkte sie dann wählen, das liegt erstens an ihren Interessen und natürlich auch an ihren eigenen Zielen, die sie vielleicht während des Studiums sich setzen und wo sie vielleicht dann auch sagen, okay, das interessiert mich und da sehe ich meine Zukunft. Vielen Dank, Professor Schneider. Eine abschließende Frage an Sie. Ich persönlich habe mich schon als Schüler sehr für Wirtschaft interessiert und habe Betriebswirtschaft auch in Betracht gezogen, das zu studieren. Habe mich dann allerdings aufgrund meines mangelnden Talents in Mathe dagegen entschieden. Wie sehen Sie das? War das ein Fehler? Hätte ich es vielleicht sogar durch Betriebswirtschaft geschafft? Wie ist das so mit der Mathematik in dem Studiengang? Also Mathematik gehört schon zu dem Grundhandwerkzeug eines Betriebswirts, aber es gibt noch viele andere Kompetenzen, die sie auch während des Studiums aufbauen, die entscheidend sind. Das sind verschiedene Sozialkompetenzen, das sind Methodenkompetenzen. Und je nachdem, was Sie für einen Schwerpunkt wählen, Sie haben jetzt selbst Medienmanagement gewählt, aber gerade wenn Sie bei uns einen Schwerpunkt Marketing wählen, dann sind sie auch ganz nah dran. Also wer jetzt irgendwo bei Mathe noch vielleicht einige Bedenken haben, wir haben auch durchaus Zusatzangebote, dass man hier noch mal Mathe trainieren kann, dass man hier noch mal sich auf das entsprechende Level vorbereiten kann. Und ich glaube, das ist dann kein Problem. Also die Bedenken, dass man, wenn man Mathe so ein bisschen Schwächen hat, also das kann ich ja ausräumen. Das ist bei Betriebswirtschaftslehre, das kann man nachholen und dafür haben wir ja entsprechende Dozenten. Motivieren Sie mich bitte nochmal, also ich hätte es auch geschafft, ja. Auf jeden Fall. Also ich kenne Sie ja aus dem Unterricht und ich bin mir da sehr sicher, dass Sie das geschafft hätten. Und ja, Sie wären sicherlich auch ein sehr guter Betriebswirt geworden. Alles klar, vielen Dank, Professor Schneider. Erstmal bis hierhin. Professor Gebel, wir kommen zum Wirtschaftsingenieurwesen Bachelor. Vielleicht können Sie uns erstmal ganz grob den Begriff des Wirtschaftsingenieurs erklären. Das ist jetzt vielleicht erstmal ein neuer Begriff oder ein fremder Begriff. Was ist denn ein Wirtschaftsingenieur oder eine Wirtschaftsingenieurin? Der Begriff sagt es eigentlich schon. Wir haben hier eigentlich eine Verbindung von zwei Welten. Und zwar die eine ist die Ingenieurswelt. Das kennen ja viele so, den klassischen Maschinenbauingenieur, den Elektrotechnikingenieur. Und wir haben aber eben durch die Verbindung zur Wirtschaft eigentlich das, was auch gerade Professor Schneider gesagt hat, diese Wirtschaftskomponente kommt natürlich dort mit dazu. Insofern ist das so, wenn Sie diesen Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen wählen, können Sie von beiden Seiten profitieren. Sie haben einerseits, kriegen Sie einen Einblick in die Wirtschaft und lernen dort im Prinzip die Tools kennen, die auch die Betriebswirte hier erlernen. Und Sie laufen auch in vielen Vorlesungen mit denen parallel mit. Und natürlich haben Sie aber dann durch diesen Ingenieurteil, und da haben wir uns eben hier speziell mit weiter auf moderne Techniken ausgerichtet in diesem Bachelorstudiengang, die Möglichkeit, dort einige technische Skills mit zu erwerben. Und insofern sind Sie dann mit Abschluss, wenn Sie dieses Studium hier absolviert haben, prädestiniert dafür, in der Wirtschaft zu arbeiten und vor allen Dingen eben auch in der Brückenfunktion zu arbeiten, eben beispielsweise im Vertrieb, wo Sie einerseits die technischen Skills haben, auch mit dem Kunden technische Gespräche führen zu können und gleichzeitig aber eben auch die Wirtschaft Tools kennen, um Angebote zu erstellen, Kalkulationen zu machen und sonstige Dinge dort im Unternehmen dann dort zu begleiten und auch dann dort zum Beispiel Projekte mit zu steuern, wo sie technische Beratung machen können, aber auch die wirtschaftlichen Kompetenzen haben. Wo stehe ich dann sozusagen im Unternehmen? Das klingt ja immer nach so einer Schnittstellenkompetenz. Also wie würde sich das dann in meiner beruflichen Praxis äußern? Auf jeden Fall. Also häufige Aufgaben für den Wirtschaftsingenieur sind beispielsweise im Feld Projektmanagement, wo es also darum geht, beispielsweise Projektteams zu leiten, dann eben dort mit Ingenieuren zusammenzuarbeiten, aber gleichzeitig eben beispielsweise mit der Finanzabteilung im Unternehmen oder mit den
Kollegen aus der Buchhaltung oder aus dem Controlling zu arbeiten, um dann dort beispielsweise Kalkulationen vorzubereiten, mit zu betreuen und natürlich auch Prozesse vor allen Dingen zu steuern. Insofern ist der Wirtschaftsingenieur in der Brückenfunktion, die kann beispielsweise auch sehr gut funktionieren im Bereich Qualitätsmanagement, wo es eben auch darum geht, technische Prozesse zu überwachen, aber gleichzeitig auch die wirtschaftlichen Zahlen dort mit im Blick zu haben. Wir bleiben noch ganz kurz beim Bachelor, Professor Gebel. Was gibt es denn dort für Individualisierungsmöglichkeiten? Wir haben es eben schon gehört, bei der Betriebswirtschaft gibt es verschiedene Vertiefungsrichtungen. Wie ist das beim Wirtschaftsingenieurwesen Bachelor? Also beim Bachelor ist es so, zunächst das erste Jahr ist erstmal, wo Sie die Grundlagen in allen Fächern, wo die gelegt werden und Sie in vielen Fällen auch parallel mit anderen Studenten aus dem Bereich Wirtschaft und Ingenieurwesen mitlaufen, um die Basic Skills zu erwerben. Und dann kommt ab dem dritten Semester kommt die Möglichkeit, sich dann in die Vertiefungen einzuschreiben. Und da haben wir drei Vertiefungen. Wir haben den Wirtschaftsingenieur für Medien. Das ist bei uns ein Spezialgebiet, was vor allen Dingen eben auch durch die Ansiedlung an der Hochschule, wir haben eine sehr starke Medienfakultät, wo Sie dann dort auch mit den Studenten beispielsweise gemeinsam in Vorlesungen sitzen, dort auch eine gewisse Medientechnik-Ausbildung mit dabei ist. Dann haben wir eine Vertiefung, die ist der Wirtschaftsingenieur für Vertrieb. Das ist aktuell die mit auch am stärksten nachgefragt ist. Dann sind Sie eben vor allen Dingen auch im Bereich technischer Vertrieb, wobei diese Vertriebsausprägung auch so sein kann, dass Sie später beispielsweise auf der anderen Seite im Einkauf arbeiten. Und als dritte Vertiefung haben wir ganz neu den Wirtschaftsingenieur für Data Science. Das ist für diejenigen, die auch informatikaffin sind, wo es vor allen Dingen darum geht, auch die aktuellen Themen im Bereich Big Data beispielsweise in Unternehmen mit zu betreuen, wo es darum geht, große Datenmengen, die aus verschiedensten Quellen kommen, zu verarbeiten, vor allen Dingen unstrukturierte Daten, Messwerte und sonstige Sachen, wirtschaftliche Daten und daraus dann beispielsweise Lösungen zu entwickeln für Probleme und Projekte zu betreuen. Und dieser Wirtschaftsingenieur für Data Science ist insofern eine sehr moderne Richtung auch. Okay, vielen Dank erstmal bis hierhin. Ich gehe schon mal parallel mit zum Wirtschaftsingenieurwesen Diplom. Wir werden uns jetzt mal ein bisschen zu dritt unterhalten. Professor Köbernick, auch nochmal ein Hallo an Sie. Vielleicht können Sie uns Hallo. mal die Unterschiede zwischen dem Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen und dem Diplom Wirtschaftsingenieurwesen mal erläutern. Sehr gerne. Im Wesentlichen sind das erstmal vier Unterschiede, die ich so ausmache. Das erste ist die Studiendauer. Dann haben wir im Prinzip den Abschluss, dann haben wir im Grunde genommen die Vertiefungen, die anders sind, und das Praktikum, die Dauer des Praktikums. Ein Diplom dauert 8 Semester, ein Diplomstudiengang. Das ist der Unterschied zum Bachelorstudiengang, der mit 6 Semestern entsprechend stattfindet. Also man studiert ein Jahr länger und hat natürlich dann einen Diplomabschluss, erzielt einen Diplomabschluss mit 240 Credits im Unterschied zum Bachelorabschluss mit 180 Credits. Also man ein Jahr länger bedeutet auch etwas intensiver studieren. Man vertieft das Ganze etwas mehr. Zu den Vertiefungen, der Diplomstudiengang WI hat vier Vertiefungen hier an der Hochschule mit weiter. Das ist klassisch Maschinenbau, klingt erstmal altbacken, sage ich immer, ist es aber nicht. Es sind ganz moderne Elemente drin, wie Industrie 4.0, computergestützte Konstruktionen, alles, was es da heutzutage so gibt. Und Energiemanagement, das ist die technische Sicht oder die technische Vertiefungsmöglichkeit. Und dann haben wir noch operatives und strategisches Management, das ist die betriebswirtschaftliche Vertiefungsmöglichkeit. Also man hat die Möglichkeit, sich dann mehr für das Technische zu entscheiden oder mehr für das Betriebswirtschaftliche zu entscheiden, je nachdem, wie, sag mal so, die Präferenzen sind. Ich vermute mal, Sie hätten sich vielleicht mehr für die betriebswirtschaftliche Sicht entschieden, ne, an dieser Stelle. Praktikum, wir haben ein Semester komplett Praktikum. Das ist eigentlich aus meiner Sicht immer das Allerbeste. Man geht ein Semester, ein halbes Jahr kann man ein Unternehmen kennenlernen. Man kann auch ins Ausland gehen. Viele Unternehmen wollen im Prinzip ein Praktikum mindestens über ein halbes Jahr haben und das ist hier als im Regelstudienplan mit drin. Also das ist, sag mal, so ganz kurz zusammengefasst, das kann man dann im Chat oder in den Fragen noch bestimmt tiefer diskutieren. Das sind erstmal die großen Unterschiede. Okay, vielen Dank. Sie haben die vier Vertiefungsrichtungen genannt im Diplomstudiengang. Unter Maschinenbau und unter Energiemanagement kann man sich vielleicht so ein bisschen was vorstellen, aber was verbirgt sich hinter den Begriffen strategisches und operatives Management? Was ist das genau? Es sind verschiedene Sichten in der Betriebswirtschaftslehre. Operatives Management zielt so auf das Berufsbild Abteilungsleiter-Ebene ab, also mittleres Management. Klingt erstmal so ein bisschen, ist vielleicht
so ein bisschen, soll es nicht abwertend klingen, aber ist im Grunde genommen, also aus meiner Sicht, also ein sehr, sehr breites Berufsbild. Und strategisches Management zielt so ein bisschen auf das höhere Management ab. Das ist so ein bisschen die Vorstellung. Viele Inhalte sind auch in beiden Vertiefungsrichtungen drin, aber letztendlich ist es, wie das Berufsbild zu sehen ist. Okay, vielen Dank. Jetzt eine Frage an Sie beide, Professor Gebel und Professor Köbernick. Wer sollte denn jetzt am Ende was studieren? Also was muss ich als Student mitbringen? Wann bin ich vielleicht eher geeignet für den Bachelor und wann bin ich vielleicht eher geeignet fürs Diplom? Vielleicht antwortet erst Professor Gebel und Professor Köbernick, ergänzt dann gerne. Also ich denke, beim Bachelorstudiengang ist es ja so, dass man dort, wie schon erwähnt, nach 3 Jahren, also den 6 Semestern, den Abschluss hat. Und wir haben eigentlich so die Erfahrung gemacht, dass viele Studenten den Bachelor wählen, weil sie dann später vielleicht auch trotzdem sich nochmal weiterbilden wollen durch einen Master, den sie später nochmal draufsatteln. Aber prinzipiell ist es diejenigen, die vielleicht jetzt erstmal das Ziel haben, auch relativ ein schnelles Studium zu haben, da ist der Bachelor auf jeden Fall die bessere Möglichkeit. Und natürlich durch die Vertiefungen, die wir ganz speziell im Bachelor anbieten, das ist, denke ich, wenn man dort weiß, dass es in eine von diesen 3 Vertiefungen gehen könnte, dann ist der Bachelor die richtige Wahl. Und dann können Sie sich eben, wenn Sie beispielsweise sagen, ich möchte in die Vertriebsschiene gehen oder eben in das Thema gehen, Medien, also dann wäre das die Möglichkeit, mit dem Bachelor das ganz gezielt zu erreichen. Aus Sicht des Diplomstudiengangs sollte vielleicht lieber mein Kollege antworten. Ja, ich teile erstmal das, was mein Vorredner gesagt hat. Wenn Sie jetzt ganz sicher schon wissen, dass Sie einen Masterstudiengang, also einen Masterabschluss belegen wollen oder absolvieren wollen in Ihrem Leben, dann lohnt es sich nicht, mit dem Diplomstudiengang anzufangen. Sage ich jetzt mal ganz offen. Ne? Dann sollten Sie einfach im Prinzip den Schritt Bachelor-Master gehen an dieser Stelle. Ja, ein Diplomstudiengang ist erstmal höherwertig als ein Bachelorstudiengang. Damit auch, ich denke, was die Unternehmen in Vergütungsgruppen und so weiter präsentieren, ist dann anders. Und man sollte einfach sich an die Vertiefungen entsprechend halten. Also wenn man jetzt in die Richtung Maschinenbau entsprechend gehen möchte, was ein sehr, sehr weites Berufsfeld ist, entsprechend auch eigentlich somit fast der Klassiker für einen Ingenieur, Wirtschaftsingenieur, dann wäre jetzt hier der Diplomstudiengang eigentlich der optimale. Und sollte man sich aber jetzt als Beispiel für Vertrieb mehr interessieren, dann wäre es jetzt in unserem Fall jetzt hier dieser Bachelorstudiengang. Also ich würde es immer an den Vertiefungen machen. Machen Sie es immer erst an Ihrem Berufsbild, an Ihren Neigungen, an Ihren, das, was Sie später mal machen möchten. Das ist die entscheidende Frage. Und dann sollte man sich erst überlegen, welcher Studiengang ist geeignet und wie sieht der ganze Weg aus. Aber beim Diplom ist es, vielen Dank an Sie beide, beim Diplom ist es aber auch so, dass ich zu Beginn des Studiums noch nicht wissen muss, in welche Vertiefung ich später gehen möchte. Ist das richtig, Professor Köbernick? Es ist richtig. Also wir haben 8 Semester und die ersten 4 Semester, ich bezeichne das mal als Grundstudium, müssen Sie eigentlich noch gar keine Entscheidung treffen. Aus meiner Sicht kennen die meisten das auch gar nicht, weil sie ja erst einmal die Inhalte vertieft oder vertiefend etwas kennenlernen müssen. Und um überhaupt zu entscheiden, also was sind meine Neigungen. Dann gehen Sie ins 5. Semester ins Praktikum und dort können Sie im Betrieb nochmal sich überlegen, Mensch, vielleicht sehen Sie dort ein paar Dinge, die dann im Prinzip die Entscheidung zur Vertiefung ausmachen. Und mit dem 6., 7. Semester, also man kann jetzt sagen, nach dem 3. Jahr fällt dann die Entscheidung entsprechend der Vertiefung. Also es ist eigentlich erstmal nicht notwendig, jetzt genau zu wissen, ich will jetzt Maschinenbauvertiefung oder was anderes machen an dieser Stelle. Aber ich denke, das ist so ähnlich auch ein Bachelor. Ne? Ein Bachelorstudiengang wie ich, mein Kollege schon gesagt, können Sie erstmal beginnen. Übrigens, das 1. Semester zwischen Bachelor und Diplom ist also diese Grundlagenausbildung ist fast identisch. Also ich habe in beiden Studiengängen Zeit, mich erstmal ein bisschen zu orientieren. Das ist gut. Professor Gebel, noch mal eine Frage an Sie zum Thema Praktikum. Das wurde jetzt auch schon bei den Medien angesprochen und hier auch wieder. In all unseren Bachelor-Studiengängen ist ein Unternehmenspraktikum vorgesehen sozusagen gegen Ende des Studiums. Was ist denn genau das Ziel dieses Praktikums und wo kann ich da vielleicht als Student oder Studentin im Wirtschaftsingenieurwesen Bachelor hingehen? Also wir haben natürlich, wie auch vorhin schon Professor Schneider für die Betriebswirte sagte, sehr enge Kooperation mit vielen regionalen Unternehmen, wobei das nicht unbedingt regional jetzt heißt, hier direkt Umfeld mit weiter, also auch sachsenweit und natürlich auch teilweise in anderen Teilen von Deutschland. Und dort ist es so, dass Sie in dem Praktikum vor allen Dingen wirklich erstmal in den Betrieb reinschauen sollen, Dinge kennenlernen sollen.
Und das haben wir, also bei uns ist es, im Bachelor ist das Praktikum in dem letzten Semester, ist das ist dafür vorgesehen. Es ist im Prinzip auch ein bisschen vorbereitend für die Abschlussarbeit. Und das ist eigentlich in den meisten Studiengängen auch so und das bei uns auch ganz speziell, dass viele Firmen dieses Praktikum nutzen, dass die Studenten sich, dass sie die Studenten kennenlernen und dass die Studenten dann auch eben in der Regel dann in dem Unternehmen, wo das Praktikum gelaufen ist, auch dann die Abschlussarbeit schreiben. Und insofern dient das Praktikum vor allen Dingen den Betrieb kennenzulernen, so ein paar Tools noch da auch im Unternehmen mal zu sehen, wie das im Unternehmen dann praktisch angewandt wird. Und wir haben beispielsweise auch während dieser Praktikumsphase eine Betreuung durch ein Reflexionsmodul, wo wir auch sehr eng mit den Studenten rückkoppeln und auch dann Dinge, die vielleicht dort im Unternehmen sind, mit den Studenten gemeinsam diskutieren. Das heißt, mein Praktikumsbetrieb könnte sozusagen, wenn ich mich gut anstelle, schon mein erster Arbeitgeber sein, oder? Das ist eigentlich das ist das Ziel, das haben wir bei sehr vielen. Man muss dazu sagen, die Situation ist natürlich aktuell auch jetzt Corona-bedingt oder sonstige Sachen gerade nicht so einfach. Aber wir haben auch die Erfahrung gemacht, auch aus den Studenten, die wir betreuen. Man muss dazu sagen, der Bachelorstudiengang ist ja erst relativ neu. Das heißt, wir haben dann erst ab dem nächsten Jahr unsere Leute im Praktikum. Aber auch aus den Betreuungen anderer Studenten, auch gerade aus dem Studiengang Diplom, ist es sehr häufig so, dass viele Firmen natürlich auch diese Möglichkeit nutzen, um damit ihre späteren Fachkräfte und Führungskräfte zu gewinnen, um die im Praktikum kennenzulernen und dann in der Abschlussarbeit vielleicht noch ein bisschen mehr kennenzulernen. Und vor allen Dingen im Praktikum und in der Abschlussarbeit speziell betreuen sie auch ein echtes Thema im Unternehmen. Und das ist für viele dann auch so ein bisschen, na, ich sag mal so, damit können sie sich beweisen. Und das ist für viele die Eintrittskarte in das Unternehmen dann auch. Okay, wir haben es eben bei Betriebswirtschaft auch schon besprochen. Wie konkret äußert sich denn die Praxis, die ja in allen unseren Studiengängen drin ist, beim Wirtschaftsingenieurwesen, sowohl beim Bachelor als auch Diplom? Gerade das Diplom hat ja auch Vertiefungsrichtungen, wie zum Beispiel Maschinenbau, die ja erstmal sehr anwendungsorientiert klingen. Professor Köbernick, wie sieht das dann genau im Studium aus? Ja, wir haben ja ein komplettes Praxissemester. Das ist, ich hatte es ja schon angedeutet, eigentlich der ein wesentlicher Unterschied zwischen dem Diplomstudiengang und Bachelorstudiengang im Wirtschaftsingenieurwesen. Man bewirbt sich beim Unternehmen und die Unternehmen schreiben vielfältige Themengebiete aus. Aus meiner Sicht, also ich bin jetzt, vertrete hier Logistik und entsprechend also Produktionsmanagement als Beispiel, gibt es sehr, sehr viele Anwendungsgebiete und der Wirtschaftsingenieur stellt dann das Bindungsglied dar. Ne? Also beispielsweise in der Fertigungssteuerung, er versteht, was eine Konstruktion ist, wie ein Konstrukteur denkt, das ist die Sicht Maschinenbau. Und kann das Ganze in die Fertigung umsetzen, entsprechend, das wäre die Sicht Logistik als Beispiel, inklusive das ganze Projektmanagement, was der Kollege angesprochen hat und entsprechend diese betriebswirtschaftliche Begleitung. Das ist die Idee dahinter. Wie gesagt, viele Unternehmen, wir haben eigentlich gar keinen Mangel an Praktikumsplätzen. Unternehmen suchen händeringend nach Praktikanten, insbesondere wenn sie im Prinzip ein halbes Jahr vor Ort sein können, was ja im Prinzip der Diplom jetzt bietet. Also kein Problem. Wir haben auch viele Kontakte, auch das entsprechend mit Unternehmen, die sich über die vielen Jahre herausgebildet haben, sodass wir im Prinzip eigentlich bis jetzt noch jeden Studenten vermittelt haben. Auch übrigens in schweren Corona-Zeiten finden Studenten noch Praktikumsplätze. Auch gerne nochmal eine Frage, eigentlich sogar an Sie drei. Wenn ich jetzt wenn ich mal Stellenausschreibungen etc. durchblättere, dann finde ich ja eigentlich weder die Begrifflichkeit, also manchmal vielleicht sogar findet man sucht einen Betriebswirt, aber ich lese selten, es wird ein Wirtschaftsingenieur oder eine Wirtschaftsingenieurin gesucht. Was sind denn so potenzielle Berufsfelder, haben wir schon ein bisschen gehört, aber auch so klassische Jobs, die vielleicht anstehen könnten? Vielleicht an Sie alle drei gerichtet, Professor Schneider, vielleicht beginnen Sie nochmal. Ja, also die typischen Jobs, die gesucht werden, wo Betriebswirte gesucht werden, das sind beispielsweise im Personal, also wenn Personalverantwortliche gesucht werden oder Marketingmanager gesucht werden, Controller werden gesucht oder halt auch Unternehmensnachfolger werden auch gesucht. Und wir haben durchaus auch die Möglichkeit, und das wollte ich nochmal ansprechen, nicht nur Stellenausschreibungen sind interessant, sondern man kann natürlich nach so einem Studium, egal ob es Betriebswirtschaftslehre ist oder Wirtschaftsingenieurwesen, auch sein eigenes Unternehmen gründen. Und da werden Sie auch an der Fakultät hier unterstützt. Also wir haben eine Gründungsinitiative und die Professoren, die da auch noch tätig sind und die Mitarbeiter, die können Sie auch bei einer Gründung unterstützen.
Da komme ich gerne gleich nochmal drauf zurück. Professor Gebel, vielleicht an Sie die gleiche Frage nochmal mit den Stellenbezeichnungen oder potenziellen Jobs. Also wenn ich es aktuell sehe, wo die Absolventen jetzt, die wir jetzt haben, also ich denke jetzt auch Absolventen aus dem Studiengang Diplom, wo die so untergekommen sind, wenn ich die Absolventen der letzten Jahre sehe, dann sind das vielmals Stellen im Bereich Projektmanagement, wie vorhin schon erwähnt. Da geht es eben darum, technische Projekte zu betreuen, Entwicklungsprojekte auch mit zu betreuen. Dann einige, die auch im Vertrieb tätig sind. Da sind auch viele, die dann also so, dass der klassische Vertriebsingenieur oder technischer Vertrieb, das sind dann so diese Positionen, die ausgeschrieben sind. Das sind auch einige der Absolventen, die wir da sehen, die dann auch international tätig sind, eben auch aufgrund ihrer Auslandserfahrung, die sie teilweise hatten auch. Und dann haben wir aber auch noch neben dem beispielsweise das Thema Qualitätsmanagement, wo es darum geht, eben im Unternehmen beispielsweise in der Qualitätssteuerung mitzuarbeiten. Und das ist auch so, das sind so die typische Themen, wo der Wirtschaftsingenieur durch diese Querschnittsfunktion eingesetzt wird. Teilweise auch in Richtung, was dann eher die betriebswirtschaftliche Komponente angeht, geht auch Richtung Controlling. Auch da sind teilweise auch einige Stellen, wo der Wirtschaftsingenieur eingesetzt werden kann. Bei den Vertiefungen, die wir ganz konkret haben, war schon angesprochen, die Vertriebsvertiefung, da ist das, denke ich mal, weitestgehend klar. Und bei den Vertiefungen Data Science, das sind eben auch einige unserer Absolventen, die beispielsweise dann bei Firmen wie SAP oder anderen untergekommen sind und beispielsweise auch so im Softwareberatungsbereich tätig sind. Und da geht es vor allen Dingen auch um Projektbetreuung und auch Erarbeitung von Projekten gemeinsam mit Kunden beispielsweise. Professor Köbernick, möchten Sie dazu noch was ergänzen? Ja, ich nenne mal ein paar Schlagwörter, so ein bisschen. Also zum Beispiel Vertriebsleiter, technischer Vertriebsleiter, Logistiker, Logistikmanagement, Logistikplaner, Fertigungssteuerer, im Prinzip Produktionsleiter, technisches Controlling. Sowas lesen Sie dann in Zeitschriften oder in Anzeigen, wenn Sie entsprechend sich darauf bewerben. Und das ist jetzt nur ein Bruchteil, was ich genannt habe, Innovationsmanagement. Das, weil letztendlich haben Sie ja überall Projektmanagement drin. Sie haben im Grunde genommen eigentlich das breite Berufsbild drin, was im Grunde genommen der Wirtschaftsingenieur vermittelt. Ich sage jetzt mal, um es ein bisschen plastischer auszudrücken, überall, wo Sie an der primären Wertschöpfungskette arbeiten, also wo Sie dem Material hinterhergehen, sagt immer der Logistiker. Das ist typisch der Fall für einen Wirtschaftsingenieur. Okay, jetzt kann man sich, denke ich, schon ein bisschen besser was darunter vorstellen. Bevor wir zu euren Fragen kommen zu Hause, Professor Schneider, noch mal ganz kurz zurück. Stichwort Gründung, das fand ich interessant. Wie genau äußert sich denn die Unterstützung? Ist das rein beratend oder ist es vielleicht sogar in irgendeiner Form finanziell? Was kann mir da geboten werden, wenn ich tatsächlich ausgründen möchte aus dem Studium? Also grundsätzlich gibt es erstmal die Unterstützung, wenn man eine Idee hat. Dann kann man zu der Gründungsinitiative gehen und kann dort entsprechend mit den Mitarbeitern zusammen seinen Businessplan ausarbeiten und kann auch entsprechende Fördermittel beantragen. Also diejenigen helfen dann. Es gibt verschiedene Förderprogramme. Und das ist eigentlich eine wunderbare Möglichkeit, sich auch mit verschiedenen anderen Studierenden zusammenzutun, aus anderen Fachbereichen oder im Betriebswirt mit in Studierenden aus dem Bereich Wirtschaftsingenieurwesen, die gemeinsam eine Idee realisieren wollen und ein Unternehmen aufbauen wollen. Und die können dann gemeinsam wirklich ein tragfähiges Geschäftskonzept aufbauen und es wagen, wirklich sich selbstständig zu machen, schon aus dem Studium heraus. Und es ist nicht nur Bestandteil halt auch im Studium von den genannten drei Studiengängen, die wir jetzt hier hatten, sondern sie kriegen dann noch extra Unterstützung und Beratung. Und das ist eigentlich eine sehr tolle Sache, die unsere Hochschule da bietet. Okay, dann vielen Dank erstmal bis hierhin. Das war unser kleiner Talk. Jetzt kommen wir zu euren Fragen zu Hause. Moni, ich hoffe, der Live-Chat glüht. Was gibt es für Fragen an unsere Professoren? Ja, ich habe hier fleißig eure Fragen gesammelt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der Live-Chat glüht, aber auf allen anderen Kanälen kamen die Fragen zu uns ins Studio. Und die erste Frage würde ich gern an Professor Schneider richten zur Betriebswirtschaft. Hallo, Professor Schneider. Ich sage mal noch guten Morgen. Es ist ja gerade erst 10 Uhr. Und zwar, wir haben eine Anfrage bei Instagram bekommen von Sebastian, der, ich glaube, auch so ein bisschen mit so einem Vorurteil kommt. BWL studieren ja doch recht viele, zumindest kennt man es aus dem Bekanntenkreis. Und er fragt, wie groß unsere Studentengruppen sind und ob wir einen NC haben.
Also wir haben jetzt, wir sind jetzt nicht zulassungsbeschränkt. Also Sie können, wenn Sie sich bewerben, haben Sie eine hohe Chance, dann auch das Studium bei uns antreten zu können, sofern Sie die Zulassungsbedingungen erfüllen. Aber das Vorurteil ist, studieren sehr viele. Ja klar, es hat sich aber halt irgendwie auch bewährt. Und diejenigen, die studiert haben, sind auch oftmals sehr erfolgreich dann in der Wirtschaft tätig. Und wie schon gesagt, also so ein Betriebswirtschaftsstudium, sie werden bei uns im Bachelor ausgebildet zu einem Generalisten. Das heißt, flexibel einsetzbar wie so ein Schweizer Taschenmesser. Sie können alle möglichen Positionen in einem Unternehmen auch annehmen, also von der Leitung, Geschäftsführung eines Unternehmens bis in Spezialistenbereiche, dass Sie arbeiten als Marketingmanager oder als Controller. Und dadurch muss man sagen, erstmal der Begriff Betriebswirt ist ein sehr allgemeiner Begriff. Und am Ende, das, was wir ausbilden, das sind unheimlich viele einzelne Berufsfelder und Berufsgruppen. Vielen Dank. Eine weitere Frage schließt sich gleich an. Wir haben hier eine sehr fleißige oder eine sehr strebsame Interessentin. Marie fragt über WhatsApp an, ob sie gleich vielleicht noch ein Masterstudium in Mittweida anschließen kann und wie sinnvoll sie das halten. Also grundsätzlich können Sie, wenn Sie also ein gutes bis sehr gutes Studium Bachelor also absolviert haben, können Sie natürlich auch den Master im MIT weiter anschließen. Wir haben einerseits die Möglichkeit, den Master Industrial Management zu studieren oder halt auch den Master Betriebswirtschaftslehre. Die sind also haben wirtschaftliche Bestandteile. Industrial Management hat dann oftmals noch technische Bestandteile mit dazu. Also das lohnt sich auf jeden Fall, wenn Sie sich nochmal in einzelnen Themen spezialisieren wollen und noch zusätzliche Kompetenzen erwerben wollen. Dauert 2 Jahre länger, aber man muss dann sagen, mit der Masterarbeit sind Sie eigentlich relativ schnell dann auch durch und sind dann eigentlich auch schnell wieder raus aus der Hochschule und können sich dann wirklich praktisch betätigen und erfolgreich ihre Karriere in der Wirtschaft beginnen. Vielen Dank, Professor Schneider. Wir gehen einen Studiengang weiter, nämlich zum Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen. Und da frage ich gleich mal die Professor Gebel eine Frage, die per Mail uns erreicht hat, ob denn in so einem relativ kurzen Bachelorstudium auch ein Auslandssemester möglich ist. Wie stehen Sie dazu? Also Auslandssemester per se ist möglich, unterstützen wir auch. Wir müssen dann halt schauen, dadurch, dass es ein sechssemestriges Studium ist, wie wir das entsprechend einpassen. Aber wir sind da auch sehr bestrebt, natürlich auch durch unsere bestehenden Kontakte das zu fördern. Aktuell war es durch die Corona-Situation dann ohnehin jetzt schwierig, aber ansonsten sind wir als Hochschule immer bestrebt, unsere Studenten da entsprechend weiterzubringen und haben auch entsprechende Kontakte. Wir sind mit anderen Partnerhochschulen verbunden beispielsweise und es gibt auch teilweise Möglichkeiten, natürlich auch vielleicht sogar das Praktikum im Ausland zu machen. Auch so etwas ist möglich und haben wir auch in der letzten Zeit schon gemacht. Und Beispiel eben ein Student, der hatte ein Praktikum gemacht in Norwegen bei einer Firma und hat dort eben auch das Land ein bisschen kennengelernt, hat dort auch die Gelegenheit genutzt, seinen Hobbys, seinen Sporthobbys nachzugehen. Also insofern, wir unterstützen das und würden da auch sehen, wenn dann ein Student mit so einer Frage kommt, für Sie dann eventuell einen Partner zu finden oder wenn Sie mit einem Partner kommen, den Sie kennen, ein Unternehmen, dann dort eine Lösung zu finden, damit Sie das realisieren können. Also es wird unterstützt. Vielen Dank. Und ich bleibe gleich bei Ihnen. Und zwar, hier fragt jemand nach detaillierten Informationen beziehungsweise dem Unterschied, wenn ich Wirtschaftsingenieurwesen mit der Vertiefungsrichtung Medien wähle. Sie haben es ja schon angesprochen. Da habe ich auch sehr viele Veranstaltungen mit den Medienstudenten zusammen. Wo ist denn jetzt genau der Unterschied zwischen der Vertiefungsrichtung Medien und dem Studiengang Medienmanagement beispielsweise?
Wir haben halt durch das Wirtschaftsingenieurstudium haben Sie halt in den ersten Semestern eben stärker diese Basics, die also auch diesen Teil beispielsweise, was eben dieser enge Bezug zur Wirtschaft mit da ist, da haben Sie das noch etwas mehr vertieft. Und wir haben dann eben auch trotzdem noch diese Ingenieursfähigkeiten, die auch mit dazukommen. Sie haben beispielsweise so eine Vorlesung, da geht es um Grundlagen Naturwissenschaften. Sowas bekommen Sie halt mit. Und Sie haben beispielsweise auch eine Vorlesung Grundlagen der Konstruktion. Also Sie wissen beispielsweise dann auch, wie eben ein modernes Zeichenprogramm rechenbasiert funktioniert. Und das sind halt Sachen, die etwas über das hinausgehen, was Sie halt sonst beim Studium Medienmanagement haben. Also Sie haben eben stärker diese technische Komponente noch etwas ausgeprägt. Vielen Dank für die Antwort. Meine nächste Frage geht an Professor Köpernick und unser Diplomstudiengang. Und zwar, wir haben hier einen jungen Interessenten, der sich für Wirtschaftsingenieurwesen im Allgemeinen interessiert, aber sich noch nicht recht entscheiden möchte. Können Sie ihm Tipps geben, wie er sich zu so einer Entscheidung durchringen kann? Erstmal tief in sich gehen und ich hatte es schon angedeutet, die entscheidende Frage, die man sich zuerst stellen muss, ist, was ist mein Berufsbild? Was will ich mal später werden? Was ist im Prinzip eine mögliche oder was stelle ich mir, wie stelle ich mir meinen Job vor an dieser Stelle? Das ist, und dann in die Vertiefungsrichtung schauen. Das ist im Grunde genommen aus meiner Sicht das erste Entscheidungskriterium. Und erst dann würde ich entscheiden, wenn ich jetzt Student wäre und müsste das auswählen. Und dann würde ich entscheiden, welcher Studiengang, entsprechend Bachelor, Master und so weiter, Bachelor, Diplom, wie der Entwicklungsweg dann aussieht. Also Sie müssen einfach in die Vertiefung schauen. Was wollen Sie? Was wollen Sie entsprechend also als Vertiefung, als Berufsbild entsprechend erreichen? Das ist die entscheidende Frage. Vielen Dank. Ich hoffe, das hilft unserem Interessenten ein klein wenig weiter. Ja. Weiter geht's auch. Wenn ich mich jetzt einmal für einen Studiengang wie zum Beispiel Wirtschaftsingenieurwesen Diplom entschieden habe, der Technikanteil ist da ja doch recht hoch oder etwas größer als bei den anderen beiden vorgestellten Studiengängen. Professor Köpernick, kann ich dann vielleicht noch mal den Studiengang wechseln, wenn ich merke, dass mich die Technik doch etwas überfordert? Also der Wechsel zwischen den Wirtschaftsingenieurstudiengängen, also Bachelor und Diplom, ist möglich, ist umso besser möglich, je weiter Sie an den Beginn, also in den ersten Semestern des Studiums, die Entscheidung treffen würden. Je weiter Sie voranschreiten, umso schwieriger wird es, weil sich dann Fächer ausdifferenzieren und Sie müssen ja im Prinzip immer das komplette Curriculum absolvieren. Das heißt, das würde bedeuten, Sie hätten dann Fächer belegt, die Sie im Prinzip sich nicht für den Studiengang, in den Sie wechseln wollen, anrechnen lassen könnten. Also ich sage mal so, die ersten 2, 3 Semester problemlos möglich, kann man machen, aber dann wird es immer schwieriger. Also man sollte spätestens ich sage mal, nach dem 2. Semester sollte man einen Studiengang dann höchstwahrscheinlich nicht mehr wechseln. Ist Vielen die Dank. Erfahrung. Ja. Vielen Dank. Von dieser Erfahrung profitieren wir natürlich und unsere Interessenten erst recht. Eine Frage, die ich allen drei Kollegen oder allen drei Professoren stellen kann, die kommt von Lisa. Und Lisa fragt, ob es denn auch Professorinnen gibt an der Fakultät. Also, wir haben auf jeden Fall Professorinnen. Wir haben Professorinnen im Bereich Informationsmanagement und im Bereich Jura. Wir haben natürlich auch noch zusätzlich eine ganze Menge an Dozentinnen und Honorarprofessorinnen, die uns auch noch unterstützen. Also der Anteil von Frauen in der Lehre, der ist bei uns schon relativ ausgewogen. Vielen Dank an die männlichen Kollegen. Wir haben noch eine Frage von Malte, der gern wissen möchte, wenn er seinen Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen bei uns in Mittweida macht, wäre es dann sinnvoll und möglich, ein Masterstudium im Ausland zu absolvieren? Da würde ich die Frage gern mal an Professor Gebel stellen. Das ist eine sehr gute Frage. Also wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit, das zu machen. Und es gibt eben auch, was vorhin schon angesprochen wurde, beispielsweise diesen Masterstudiengang Industrial Management. Da bieten wir sogar eben die Möglichkeit an, dass Sie beispielsweise einen Master absolvieren,
den wir mit anderen Partnerhochschulen gemeinsam machen, wo Sie also auch Auslandssemester haben. Oder Sie können natürlich auch komplett ins Ausland gehen. Also der Bachelor per se qualifiziert Sie ja mit diesen 180 Credits, die Sie dort entsprechend erreichen, dann dafür, dass Sie dort ein Masterstudium aufbauen. Wo Sie das dann machen, ist gleich. Aber wir haben eben speziell an der Hochschule mit weiter auch diese Angebote mit Partnerhochschulen, wo wir Sie dafür unterstützen und wo Sie eben auch ganz gezielt an unsere Partnerhochschulen gehen, dort ein Semester studieren oder auch mehrere Einheiten dort belegen können. Und damit wäre das die Grundlage. Aber Sie können auch gerne das woanders natürlich durchführen. Vielen Dank. Und ich habe noch eine Frage an Professor Schneider, die sich bezieht auf, wo habe ich sie abgelegt? Auf die ganze Geschichte mit der Gründung, die wir schon gehört haben. Und zwar, ob es da auch schon spezielle Studienfächer gibt, dass ich es auch inhaltlich schon lerne, wenn ich später vielleicht mal mein eigenes Unternehmen gründen möchte. Die Frage kommt per WhatsApp von Vicky. Also grundsätzlich ist das gesamte Bachelorstudium schon so aufgebaut mit allen Fachkombinationen, die Sie haben, dass Sie selbst Unternehmen leiten können und gründen können. Es gibt aber im Studium noch spezielle Wahlpflichtfächer, die nochmal vertiefend auf das Thema Gründung, Existenzgründung und Entrepreneurship eingehen. Und Sie haben natürlich auch noch begleitend zusätzliche Möglichkeiten über unser Gründungsnetzwerk, wo noch Dozenten eingeladen werden und Dozentinnen, die Ihnen dann nochmal in Workshops extra zusätzliche Informationen geben, Ihnen nochmal Sie trainieren können, also gerade was so Aufbau von eigenen Webseiten betrifft, Patentschutz betrifft und so weiter. Also dort haben Sie noch unheimlich viele Möglichkeiten. Sie müssen es halt am Ende für sich, wenn Sie es entscheiden, nutzen, die Zeit investieren und sehen, welche Kompetenzen Sie selbst aufbauen wollen. Und Sie haben hier natürlich unheimlich viele Möglichkeiten, aber am Ende jeder Betriebswirt sollte nach dem Studium in der Lage sein, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Vielen Dank. Ich bleibe auch gleich thematisch bei Ihnen. Wir haben eine Nachricht erhalten. Ein junger Interessent hat in seinem Fachabi die Vertiefung Wirtschaft. Er kämpft sich da wahrscheinlich im nächsten halben Jahr noch genau dadurch, um seinen Abschluss zu machen. Hilft ihm das im Studium der Betriebswirtschaft in Mittweida? Das auf jeden Fall. Also wenn er schon wirtschaftliche Inhalte während seines ersten Ausbildung jetzt hatte, dann hilft ihm das natürlich. Wir haben auch viele, die haben vorher schon eine entsprechende Ausbildung genossen, waren schon in der Praxis tätig. Also das sind schon Vorteile, weil man hat einfach schon mal bestimmte Dinge gehört, hat vielleicht auch schon mal die in der Praxis erlebt. Aber grundsätzlich ist es nicht Voraussetzung, sondern wenn jemand jetzt keine wirtschaftlichen Vertiefungen in sein Abitur hatte oder in seiner vorherigen Ausbildung, dann ist es nicht schlimm. Sie können auch ohne diese Fähigkeiten einsteigen am Ende. Sie müssen Interesse mitbringen, Neugier mitbringen und irgendwann eine ganz klare Zielsetzung entwickeln, was Sie später mal machen wollen. Also da haben Sie wesentliche Voraussetzungen, um so ein Studium erfolgreich absolvieren zu können. Vielen Dank. Und der Dank geht auch in die gesamte Runde unserer Professoren. Wir schauen auf die Uhr und unser Fragenblock neigt sich dem Ende. Ich möchte gerne noch die Gelegenheit nutzen, nochmal aufzurufen. Liebe Zuschauer, liebe jungen Menschen da draußen, stellt uns eure Fragen. Und wir sind weiter fleißig dabei, sie zu beantworten. Und ich gebe ab an Max. Auch nochmal von mir ein ganz herzliches Dankeschön an Sie drei, dass Sie das mitgemacht haben. Die Zoom-Räume beginnen dann um 11 Uhr, weil wir jetzt noch einen zweiten Teil mit Wirtschaftsstudiengängen anschließen. Also dann ab 11 Uhr könnt ihr eure Fragen direkt an die Professoren, die jetzt gerade zu Gast waren, stellen. Ein Hinweis noch, es fallen immer viele Begrifflichkeiten hier mal so zwischendurch. Credit Points, die ganzen Abschlüsse, Bachelor, Master, zulassungsfrei, zulassungsbeschränkt. Viele Fragen werden sich im Laufe des Livestreams ja auch noch klären. Wir haben dann um 11 Uhr ja diesen allgemeinen Block, wo viele von den Fragen nochmal mit drankommen. Wenn euch so Begriffe trotzdem unklar bleiben, nutzt gerne einfach unsere Informationskanäle heute, also sowohl den Zoom-Raum der allgemeinen Studienberatung als auch
die Kanäle der Studienberatung, die dann auch ab morgen natürlich wieder ganz normal besetzt sind. Ja, ich habe es bereits gesagt, wir gehen jetzt in den zweiten Teil unserer Wirtschaftsstudiengänge und diese Studiengänge heißen so. Ja, ihr habt es gelesen, Energie- und Umweltmanagement und nachhaltiges Immobilienmanagement. Klingt jetzt erstmal nicht ganz so stark nach Wirtschaft wie Betriebswirtschaft und Wirtschaftsingenieurwesen. Was sich genau dahinter verbirgt, das klären wir jetzt. Und dafür habe ich wieder zwei Professoren zugeschaltet, nämlich den Studiendekan des Studiengangs Energie- und Umweltmanagement, Professor Ralf Hartig, und den Studiendekan des Studiengangs Nachhaltiges Immobilienmanagement, Professor Jörg Mehles. Hallo an Sie beide. Guten Morgen. Hallo. Guten Morgen. Sie können mich hören, das ist wunderbar. Professor Hartig, ich beginne mit Ihnen bzw. mit dem Studiengang Energie- und Umweltmanagement. Da sind auch zwei große Begriffe drin in dem Studiengang Energie und Umwelt. Was muss ich mir denn darunter jetzt genau vorstellen? Ist das jetzt das Greta-Studium oder was da verbirgt sich genau dahinter? Naja, erstmal kann man ja Greta nicht studieren. Aber das ist schon so, wie Sie das sagten, eigentlich besteht der Studiengang quasi aus drei Kompetenzen. Zum einen alles, was sich mit dem Begriff Energie verbinden lässt. Also das ist vor allen Dingen die Bereitstellung von Energie und Ressourcen, vor allen Dingen halt im betrieblichen oder im kommunalen Kontext. Dann natürlich dieses ganze Portfolio des Umweltmanagements. Auch da zielen wir natürlich auf den ganzen Bereich Industrie, Kommune, vielleicht noch ein Stück in Richtung Gebäudebereich. Also alles sind so Schlagwörter, das sind dann Luft- und Wasserreinhaltung, die Umweltanalytik, also solche Dinge. Also wie geht man mit Stoffen um, die im betrieblichen oder im kommunalen Kontext ja quasi so landläufig als Abgas oder Abfall oder Abwasser dann irgendwie dann symbolisiert werden. Und der dritte Teil ist natürlich das Management. Also wie organisiere ich quasi einen energieeffizienten, nachhaltigen, und jetzt in den letzten Jahren ist es ja immer mehr zum Schlagwort, vor allem auf regenerativer Basis gestellten quasi Energie- und Ressourcenfluss. Und quasi diese meine Energie und meine Produktionsbedingungen, die ich da quasi brauche, um die quasi optimal und vor allen Dingen umweltgerecht und effizient dann bereitstellen zu können. Also wir haben einen Studiengang, der, wenn Sie so wollen, quasi auf drei Kompetenzen quasi aufbaut. Ein bisschen die ganze Frage der Energiebereitstellung, vor allen Dingen eben unser Schwerpunkt eben hier, vor allen Dingen die erneuerbaren Energien, dann den ganzen Bereich der Umwelttechnik, also solche Sachen dann Luft, Wasser, Boden, sowas, Umgang mit Abfallstoffen. Und der dritte Teil ist natürlich diese Frage, wie manage ich das Ganze, weil wir sind ja hier an der Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen. Mhm. Also, ja. Okay, vielen Dank. Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, der Studiengang verknüpft verschiedene Kompetenzen hinsichtlich Management, wirtschaftliche Kompetenzen und technische Kompetenzen. Wie genau verknüpft sich das denn im Studiengang und wie äußert sich das vielleicht dann auch im Studium selber, also hinsichtlich Theorie und Praxis im Studium? Also unser Studiengang ist, wir sind ein Bachelor-Studiengang, das heißt, wir sind ein sechssemestrischer Studiengang und sechssemestrische Bachelor-Studiengänge beginnen natürlich immer mit dem ganzen Block, wenn man so will, Grundlagen. Und da haben wir in dem Bereich Grundlagen quasi drei große Blöcke drin. Das eine sind diese ganzen Management-Grundlagen. Also das geht ein bisschen los. Man muss ein bisschen was über Betriebswirtschaft wissen, über Betriebsführung. Wir haben die Logistik dabei. Wir haben also Sachen dabei, auch Controlling. Also man muss ja im Grunde, es geht ja irgendwie immer auch um Geld. Ne? Man muss also mit Zahlen umgehen können. Vor allen Dingen irgendwie muss das ja monetär Dinge bewerten können. Dann sind wir natürlich auch sehr stark auch technisch ausgerichtet. Da gehören natürlich solche Dinge dazu, wenn man in Richtung Umweltanalytik und so, man muss ein bisschen wissen, wie Analytik funktioniert. Man muss ein bisschen, sagen wir mal, zumindest Grundkenntnisse über, sagen wir mal, chemisch, physikalisch, also naturwissenschaftliche Bereiche haben. Das haben wir im Grunde drin. Und dann ist bei uns ein bisschen auch das ganze Thema, wir fangen an, auch ziemlich viel zu in Richtung Sozialkompetenzen auch zu gehen, weil sie sind ja im Grunde immer an der Schnittstelle. So, zum einen haben sie auf der einen Seite reine Betriebswirte oft in Unternehmen. Sie haben natürlich dann Leute, die sich um technische Fragestellungen kümmern müssen. Und wir zielen eben darauf, dass diese ganze Frage dieser umweltgerechten, nachhaltigen und effizienten Energie- und Ressourcenbereitstellung immer wichtiger wird.
Also Sie haben natürlich auch sehr viele Unternehmen zu Schnittstellenkompetenzen. Also Sie müssen nachhaltige Unternehmensführung organisieren, Sie müssen energieeffiziente Produktion bauen, Sie müssen eine regenerative Energieversorgung hinkriegen und sowas. Und das hat im Grunde auch sehr viel mit Kommunikation, Sozialkompetenzen und solchen Dingen zu tun. Also das ist so ein bisschen dreiseitig aufgebaut. Und in dem Hauptstudiengang teilt sich das Ganze quasi in so diesen technischen Bereich, die Energietechnik, die Umwelttechnik, solche Sachen Energie- und Umweltengineering. Da sind Blöcke dabei, die die Umwelttechnik angehen. Der Analytik ist zum Beispiel da dabei, der erneuerbaren Energien sind dabei. Und dann haben wir einen großen Teil, die sich so mit Managementfragen, Energie- und Umweltmanagement, Energiewirtschaft, Energierecht, Energiepolitik, also solche Sachen sind dann dabei. Also der Studiengang sind schon diese Dreifaltigkeit, die wir da haben. Und das findet sich dann auch so als diese drei Säulen in dem Studiengang quasi wieder. Okay, und haben wir dazu auch, ich sag mal, Labore oder Praxisumgebungen, in denen man jetzt auch mal was praktisch ausprobieren kann? Ja, wir haben relativ viel. Also bei uns ist ein sehr hoher Praxisanteil, weil wir wollen ja, Sie gehen ja quasi dann in Unternehmen, in Kommunen und Sie sollen ja dann quasi, schon gesagt, so umweltfreundliche, effiziente, nachhaltige Energie- und Umweltsysteme aufbauen. Sie sind ja quasi der, der zum einen dafür sorgen muss, dass die Produktion läuft, dass im Grunde Schulen mit Wärme, Strom und Zeug versorgt werden und sowas. Aber das soll dann besonders effizient und nachhaltig sein und dafür ist es natürlich wichtig, dass Sie nicht nur theoretisch darüber reden können, sondern dass sie sich solche Sachen praktisch angeguckt haben. Also, und dass sie, also wir versuchen immer, wie sagt man so, sie zur Fachkraft auszubilden und eine Fachkraft hat quasi Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Also Kenntnisse erlangt man, indem man quasi was lernt und Fähigkeiten und Fertigkeiten, die erlangt man, dass man es praktisch ausprobiert. Und die Fähigkeit, solche Sachen dann umzusetzen, das machen wir dann, indem wir ja Praxissemester und im Grunde die Diplomarbeit, die also vordergründig auch auf die Unternehmen abzielt. Ganz deswegen, dass wir dann so versuchen, dann die Leute dahin zu bringen, wie sagt man so, berufsfähig hinzukriegen. Also, dass sie dann passfähig dann im Unternehmen quasi losstarten können. Das okay. Ist so ein bisschen unser Ziel. Sie haben es schon gesagt, es ist eine Schnittstellenkompetenz, die auch zunehmend an Bedeutung gewinnt. Können Sie uns ein paar Berufsfelder aufzeichnen, was ich damit vielleicht später machen könnte und wo ich auch tätig sein kann? In welchen? Mach mal ein paar Beispiele. Unseren Studiengang, den gibt es jetzt seit 2014, glaube ich. Also es sind schon wirklich viele Leute hier rausgegangen. Im Grunde bei uns, ich nehme mal ein paar Beispiele. Wir haben einen Großteil, wenn man das so in Gruppen einteilt, geht quasi in gewerbliche Industrie, in das gewerblich-industrielle Produktionsumfeld und führt dann so Energie- und Umweltmanagementsysteme ein, kümmert sich um die technische Betriebsführung von Anlagen, also macht quasi in Unternehmen diese ganze Energie, Stoff, Strom, Ressourcen, alles, was da im Grunde kommt und das eben versucht das im Grunde so effizient, nachhaltig, wie es geht, irgendwie hinzukriegen. Dann haben wir einen großen Teil der Leute, die gehen in den Bereich viel so in den Bereich der Versorger. Wir haben also relativ viel zur Energieversorgung. Wir haben jetzt aktuell jemanden, der ist zum Beispiel beim Übertragungsnetzbetreiber bei uns, also bei der 50 Hertz und kümmert sich da um diese ganzen Rekultivierungsmaßnahmen. Zum Beispiel, wir haben jemanden, die führen in der Stadt Chemnitz das Energie- und das Umweltmanagement ein. Sowas haben wir. Wir haben Leute, die in der Karus-Klinik unterwegs sind und machen da so technische Betriebsführungen, führen da so Energie- und Umweltmanagementsysteme ein. Wir haben Leute bei BMW, wir haben Leute bei Porsche, so bei den großen Unternehmen, wir haben Leute bei Siemens und bei Bosch und sowas, die also alle so in diesem Umfeld betriebliches Energie- und Umweltmanagement unterwegs sind. Und wir haben eben relativ viele Leute zunehmend, die so bei den Versorgern und bei den Kommunen unterwegs sind, weil gerade dieses Thema Energie- und Umweltmanagement durch diese politischen, getrieben so ein bisschen durch dieses ganze Klimawandel-Thematik, weil Sie vorhin sagten, Greta-Studiengang, aber eben die Gesetzgebung und die politischen Rahmenbedingungen, die zeigen ja im Grunde dahin. Und so sind quasi nicht nur unser Studiengang, das sehen Sie auch beim Professor Mehlis sein, dass die Nachhaltigkeit, die Effizienz, die Umweltverträglichkeit eine immer größere Rolle spielt. Und da wollen wir quasi hin.
Okay, eine Frage noch, die ich hätte zum Thema Praxis auch schon im Studium, also jetzt mal abgesehen von dem Praxissemester, was ohnehin eingeplant ist. Können Sie mal ein ganz konkretes Beispiel nennen, was ich im Studium vielleicht mal praktisch im Energielabor mache und ob es vielleicht auch hier in der Umgebung noch Partner oder so weiter gibt, mit denen die Hochschule dahingehend vielleicht zusammenarbeitet oder der Studiengang ganz konkret? Also wir haben ein schönes Beispiel, was auch quer durch die Hochschule gern genommen wird. Das ist immer im Sommersemester kommt immer das große Modul der erneuerbaren Energien. Und da haben wir unser großes Labor im Wasserkraftwerk unten. Und da werden dann an sich gemeinsam auch mit Partnern, sind dann so die praktische Arbeit an Photovoltaikanlagen. Die Wasserkraft haben wir im Grunde dabei und im Grunde dann auch gemeinsam mit Partnern diese ganze Softwareplanung und sowas. Das ist eigentlich ein sehr großes Modul und das geht eigentlich doch recht praktisch zur Sache. Das zweite Teil, den wir haben, ist dieses ganze Energie-Engineering-Bereich, den wir da haben. Da gehört die technische Gebäudeausrüstung und die Elektroprojektierung, also solche Sachen da dazu. Also die Frage, wie kommt der Strom in die Steckdose und warum wird es warm? Und das sind eigentlich wirklich Sachen, die wir nicht nur mit unseren theoretischen Kenntnissen, sondern die schließen dann wirklich auch mit eigenen Zertifikaten an. Also man kriegt dann eigene Zertifikate, dass man als Elektrofachkraft arbeiten kann. Und beim Professor Schusser im Energiemanagement, die haben dann noch die Möglichkeit, sich so zum zertifizierten Energieberater noch ausbilden zu lassen oder zum Umweltmanagementberater und solche Dinge. Das sind also wirklich zugelassene Zusatzkompetenzen, die wir hier, weil es ja nur halt unser Beruf ist, die wir quasi den Studenten quasi im Laufe des Studiums mit anbieten. Okay, vielen Dank, Professor Hartig, erstmal bis hierhin zum Studiengang Energie- und Umweltmanagement. Professor Mehles, wir kommen zu Ihnen und zum Studiengang Nachhaltiges Immobilienmanagement. Nehmen Sie uns mal kurz mit, was ist Immobilienmanagement und wie macht man das Ganze nachhaltig oder was ist die nachhaltige Komponente daran? Tja, ja, vielleicht nochmal auch in Bezug zu dem, was der Professor Hartig gesagt hat. Auch wir in unserem Studiengang verknüpfen Komponenten, die sowohl den technischen als auch den betriebswirtschaftlichen Anteil abdecken. An dieser Nahtstelle, Schnittstelle bewegen wir uns mit unseren Studenten. Ja, was ist Immobilienmanagement? Im Grunde genommen orientiert sich auch unser Studiengang an dem Lebenszyklus der Immobilie. Der beginnt bei der Planung, bei der Idee, dass man vielleicht irgendeinen Bedarf hat für eine Immobilie, dass jemand ein Grundstück hat und möchte das ganz gern nutzen. Und da das Abwägen, was kann man drauf bauen, was ist baurechtlich möglich, was darf darauf gebaut werden, wo ist der Bedarf, all diese Gedanken gehören zum Immobilienmanagement, zum Anfang des Immobilienmanagements und dann geht es letztendlich in die Umsetzung, das heißt der Kontakt mit Architekten, mit Planern, dass die sich dann detailliert mit unseren oder mit den Wünschen des Bauherrn vertraut machen, das dann auch umsetzen in einen Plan. Dann muss das Ganze auch von der Baugenehmigungsbehörde genehmigt werden. Das heißt, da schaut dann auch mal eine Institution drauf, ob das überhaupt auch so gemacht werden darf, umgesetzt werden darf. Wenn das dann alles abgedeckt ist, wird das ganze Bauvorhaben dann umgesetzt durch verschiedene Baufirmen. Auch diesen Prozess begleitet man im Immobilienmanagement. Ja, und wenn das Gebäude dann fertiggestellt ist, das heißt, wenn es an den Nutzer, an den Bauherrn übergeben wird, dann greift im Grunde genommen der weitaus größte Teil des Lebenszyklus, die Nutzungsphase. Und dann geht es um die Bewirtschaftung der Immobilie. Und das fängt an bei dem Hausmeister, wenn man jetzt Facility Management da vielleicht im Hinterkopf hat. Das gehört natürlich dazu. Aber Facility Management ist weitaus mehr als nur der Hausmeister. Da geht es auch um die Technik. Also das heißt, wie funktioniert denn eine Lüftungsanlage, wie eine Heizungsanlage? Wie wird die energieeffizient auch betrieben? Das hatte der Herr Hartig ja auch schon angedeutet. Das Thema Energieeffizienz spielt eine große Rolle. Bis dahin, dass natürlich auch eine Reinigung durchgeführt werden muss, dass bestimmte Sachen dann auch mal wieder instand gesetzt werden müssen. Also beispielsweise die Fassade, die Fenster erneuert werden müssen und. Das ist ein Teil des Facility Managements. Wenn wir uns auf kaufmännischer, ökonomischer Sicht in der Betriebswirtschaftsphase sehen oder in der betrieblichen Phase und der ökonomischen Sicht das betrachten, dann geht es natürlich darum, wie gehen wir mit der Immobilie als Investment um. Ne? Das heißt, wie kann man beispielsweise den Ertrag, die Vermietung steigern? Was gibt es da für Möglichkeiten? Kann wieder eine Modernisierung beispielsweise dazu führen, dass man mehr Mieter, einen höheren Ertrag hat? Auch immer vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit. Wir tragen das ja jetzt auch seit dem jetzigen Wintersemester in unserem Namen. Das heißt, unser Studiengang hat sich ja dann auch
namentlich geändert und inhaltlich ein bisschen geändert, können wir nachher vielleicht nochmal drauf zu sprechen kommen. Ja, dass das durchaus auch immer mit dem Ressourcenschonen, mit einer gewissen Nachhaltigkeit dann auch verbunden ist. Was heißt Nachhaltigkeit? Nachhaltigkeit hat ja verschiedene Komponenten, die ökologische, soziokulturelle und wirtschaftliche. Wenn man das in erster Linie vielleicht von der ökologischen Seite sieht, welche Baustoffe werden eingesetzt, wo kommen die her? Kommen die aus der Region oder kommen die aus Indien weit her mit Schiff, mit Flugzeug und solchen Sachen? Was passiert, wenn sie eingebaut sind, wenn sie wieder recycelt werden müssen? Mit welchem Aufwand muss das geschehen? Sind sie denn überhaupt recycelbar? Sind es Schadstoffe möglicherweise? All diese Dinge spielen dann natürlich eine große Rolle unter dem Begriff der Nachhaltigkeit und das Thema wirtschaftlich und soziokulturell dann natürlich auch. Also schon ein sehr, sehr breites Spektrum. Und wenn wir wieder auf den Lebenszyklus zurückkommen, haben wir eine letzte Phase, die dann heißt Verwertungsphase. Was machen wir mit einer Immobilie, wenn vielleicht der erste Nutzungszyklus vorbei ist? Das heißt, wir haben den Bedarf nicht mehr, die Immobilie weiter zu nutzen. Dann wäre die Frage, können wir das Gebäude umplanen? Können wir das einer Drittnutzung zuführen? Verkaufen wir es oder reißen wir es ab? Also auch diese Möglichkeiten, wie man dann eben mit einer Immobilie, die möglicherweise ja nicht mehr genutzt werden darf, wie kann man damit umgehen oder wie kann man sie denn wieder einem neuen Lebensabschnitt dann auch wieder zuführen? Also ein sehr, sehr breites Spektrum, was wir da letztendlich abdecken mit unserem Studiengang und eben immer der Bezug zur Immobilie, ein ganz vielfältiger thematischer Hinsicht. Okay, vielen Dank bis hierhin. Ich würde es gerne noch mal ein bisschen konkreter mit Ihnen besprechen. Machen wir es mal an einem ganz konkreten Beispiel. Ich sitze hier, wir nennen das Gebäude in der Hochschule für euch da draußen, ZMS, Zentrum für Medien und Soziale Arbeit. Wenn so ein hochkomplexes Gebäude geplant wird, wo sind da jetzt genau die Unterschiede? Was macht jetzt der Architekt und was macht jetzt vielleicht der Immobilienmanager, der studierte Immobilienmanager? Vielleicht können wir diese Unterschiede mal noch ein bisschen hervorheben, Professor Mehles. Ja, also der Immobilienmanager, der ist ja in all diesen Phasen, die ich gerade aufgeführt habe, im Lebenszyklus involviert. Was jetzt nicht sein Schwerpunkt ist, jetzt tatsächlich eben die Architektur, die Planerleistung. Er wird sich jetzt nicht im Detail mit der Gebäudeplanung beschäftigen. Ne? Er braucht dort Grundkenntnisse. Wir haben ja auch das Thema CAD, also ein Modul, wo man eben auch das Zeichnen mit unseren Computern letztendlich erlernt. Diese Grundlagen hat er auch, er muss letztendlich auch Pläne verstehen, muss sie lesen können, muss sie umsetzen können, aber diese Detailplanung ist nicht sein Aufgabenfeld. Eben auch nicht die Planung von gebäudetechnischen Anlagen bis ins Detail. Ne? Auch da ist das Grundverständnis auf jeden Fall notwendig. Was auch nicht dazu gehört, ist die Bauphase im Detail. Auch da gibt es ja Bauingenieurwesen, Studiengänge, die dann sich also tatsächlich mit der Umsetzung des Baus beschäftigen. So, aber alle anderen Lebenszyklusphasen sind durchaus auch im Aufgabenspektrum eines Immobilienmanagers. Ne? Also auch angefangen von der Planung. Er hat sicherlich, hat vielleicht den Kontakt zu demjenigen, der die Immobilie besitzt und versucht mit ihm ein Gebäude zu entwickeln, was dann wieder an den Markt gebracht werden kann. Zum einen kann die Immobilie verkauft werden, sie kann selbst genutzt werden, dass man vielleicht mit seinem Unternehmen dort in die Immobilie reinzieht. Sie kann vermietet werden. All das ist ja auch schon wichtig, in dieser frühen Planungsphase auch mit zu beeinflussen und ja, gewisse Erfahrungen aus anderen Projekten mit einbringen zu lassen. Ja, also auch beim Planungsprozess ist der Immobilienmanager schon mit eingebunden, im Idealfall. Okay. Eine kurze Frage hätte ich noch an Sie, Professor Mehles. Für wen arbeite ich denn dann effektiv? Also bin ich bei dem Unternehmen angestellt, was vielleicht jetzt ein Neubauprojekt plant, wenn meinetwegen ein Logistikunternehmen ein neues Verteilzentrum plant? Oder mache ich das? Gibt es Firmen, die direkt auf dieses Immobilienmanagement spezialisiert sind? Also was sind vielleicht so die beruflichen Perspektiven, die ich da habe? Mhm. Auch da kann ich wieder auf den Lebenszyklus zurückkommen. Auch da ist das breite Spektrum. Ne? Das kann bei einem Planer sein, bei einem Immobilienbesitzer sein, dass man dort angestellt ist. Das kann aber auch bei einer Planungsbehörde sein. Das heißt, auch da haben Kommunen, auch das Land beispielsweise, das Sächsische Immobilienmanagement, Immobilien, die da verwaltet werden, die da auch gebaut werden. Auch da könnte man tätig werden. Es gibt einige wenige, die im Planungs- und bei Baufirmen untergekommen sind.
Das kann weiterführen, dass man eben vielleicht auch bei einer Bank arbeitet, ne? Also bei der Finanzierung von bestimmten Bauprojekten da seine Immobilienkompetenz einbringt. Ja, und dann eben das ganze breite Spektrum der Bewirtschaftungsphase. Das sind es dann vielleicht Facility Management Unternehmen, bei denen man dann arbeitet und wo man dann als Dienstleister für andere bestimmte Aufgaben erfüllt. Das kann aber auch bei dem Gebäudeeigentümer sein, also beispielsweise die Hochschule, der Logistikunternehmer, die vielleicht auch sehr, sehr viele Immobilien haben, die bewirtschaftet werden müssen, die aus ja, wirtschaftlichen und technischen Gesichtspunkten auch betrachtet werden müssen. Das kann bei einem Immobilienmakler sein, das kann bei einem Immobilienverwalter sein, bei institutionellen Anlegern, also vielleicht auch Versicherungen, Banken, die bestimmte Sicherungen dann auch in Immobilien haben. Auch da gibt es sehr, sehr großen Bedarf. Wir haben Sachverständigenbüros, die Immobilienbewertung ist auch ein Modul, was wir abdecken bei uns. Ja, Bauphysik, auch das ist, also es gibt ein sehr, sehr breites Themenfeld. Ne? Das heißt, es öffnet sich so ein großer Fächer, wenn man unseren Studiengang studiert und man ist dann halt nicht festgelegt auf irgendeine Branche im Detail. Okay, vielen Dank an Sie beide bis hierhin. Wir gehen wieder bekanntermaßen in unseren Fragenteil über bis etwa drei Viertel, also knappe 10 bis 12 Minuten. Fragen haben wir jetzt Zeit. Moni, aus meiner Erfahrung als Studienberater weiß ich, dass oft zum nachhaltigen Immobilienmanagement die Frage kommt, kann ich damit Makler werden? Ich wette mit dir, die Frage gab es heute auch, oder? Max, da liegst du komplett richtig. Ja. Diese Frage erreichte uns über Instagram und Theo hat das genau auf dem Herzen. Deswegen leiten wir das gleich mal an Professor Mehlis weiter. Kann denn der liebe Theo Makler werden? Das kann er. Also da, die Frage kann ich mit Ja beantworten, wenngleich man nicht einen Studienabschluss haben muss, um Makler zu werden. Das vielleicht mal vorangestellt. Ne? Unser breites Studium hilft natürlich bei diesem Job, bei dieser Tätigkeit. Und man kann dann natürlich diesen Maklerberuf auch ausüben. Aber auch das hatte ich gerade gesagt, es gibt ein sehr, sehr breites Feld, was sich dann öffnet. Und Makler ist nur ein Teil, ein sehr kleiner Teil. Gut, vielen Dank. Wir hoffen, das hilft ihm weiter in seiner Entscheidung. Dann machen wir gleich weiter mit dem Nachhaltigkeitsaspekt des Studiengangs. Wo liegt der, fragt Anne. Wo liegt unser Nachhaltigkeitsaspekt? Ja, vielleicht erstmal vorangestellt, wir haben ja unseren Studiengang ein bisschen inhaltlich verändert. Das hatte ich ja schon angedeutet. Und haben so die Anforderungen aus der Praxis auch mit aufgenommen. Ein Punkt war das Thema Nachhaltigkeit. Da haben wir auch vor 3 Jahren mittlerweile auch eine neue Kollegin bekommen, die Frau Dittmar, die auch nachher hier ab 11 Uhr noch die eine oder andere Frage beantwortet, die das auch thematisch und inhaltlich übernimmt. Das Thema Nachhaltigkeit hatte ich ja schon gesagt, ökologisch, soziokulturell und wirtschaftlich, wo wir unsere Schwerpunkte legen, das sind natürlich auch, wie kann man nachhaltig bauen? Also wie kann ich mit wenig Energie, mit wenig Ressourcen vielleicht arbeiten und Gebäude erstellen? Wie kann man energieeffizient dann auch mit Gebäuden umgehen. Also das ist schon ein sehr, sehr breites Spektrum und das fließt immer wieder in unsere Module auch ein. Vielen Dank. Die nächste Frage bezieht sich auf mein persönliches Lieblingsfach, die Mathematik. Wir gehen auch wieder in den Studiengang Nachhaltiges Immobilienmanagement. Wie viel Technik oder wie viel Mathematikwissen muss ich denn mitbringen? Denn hier schreibt die Lydia, sie ist nicht wirklich talentfrei von Mathe, aber es ist nicht ihr Lieblingsfach. Ja, vielleicht da vorangestellt, unser Studienabschluss ist ja ein Bachelor of Engineering. Das heißt, wir haben also einen Ingenieurabschluss. Demzufolge haben wir auch einen größeren Anteil, wenn wir es mal so formulieren, auch an technischen Komponenten. Wir haben Gebäudetechnik beispielsweise, was wir dort haben, Architektur, Gebäudekonstruktion und da gehört auch Mathe so ein bisschen dazu. Das heißt, wir haben konkret 2 Mathe-Module, die Sie absolvieren müssen und hier und da gibt es natürlich immer wieder auch Bezug auf ja, technische, mathematische, naturwissenschaftliche Grundlagen. Das ist so, aber aus den Erfahrungen der Studenten, die bei uns
bisher studiert haben, kann ich sagen, dass das durchaus machbar ist. Und Sie sind ja auch gemeinsam mit anderen Studierenden, Sie können sich gegenseitig helfen, unterstützen. Auch vorhin hat ja der Professor Schneider, der Kollege, ja auch schon gesagt, es gibt auch Tutorien, wo man sich im Vorfeld nochmal mit Mathe beschäftigen kann, bevor die Prüfung dann stattfindet. Das heißt, Sie bekommen auch eine ganze Menge Unterstützungsleistung von der Hochschule, um dann eben vielleicht die ein oder andere Lücke in Mathe auch schließen zu können. Also das heißt, ich würde Ihnen die Angst nehmen vor Mathe, vor Technik, weil Sie sitzen ja alle auch im gleichen Boot. Ne? Das heißt, alle Studierenden, Kommilitonen, die dann mit Ihnen studieren, sind ja in einer ähnlichen Situation und Sie können sich da auch gegenseitig unterstützen und helfen. Und das hat auch bisher immer ganz gut geklappt. Also von daher sollten Sie keine Angst, keine Manschetten haben bei uns nicht zu beginnen wegen technischen oder mathematischen Schwierigkeiten. Dankeschön dafür. Die nächste Frage bezieht sich auf die weitere Ausbildung, ob wir in Mittweida einen Master im Bereich Immobilienmanagement anbieten. Also es gibt die Möglichkeit, tatsächlich bei uns einen Master zu machen. Es gibt bei uns an der Hochschule den Industrial Management, nennt er sich. Das ist ein fakultätsübergreifender Master, in dem wir auch bestimmte Schwerpunktmodule abbilden. Das heißt, Sie können in der Vertiefungsrichtung Immobilienmanagement diesen Industrial Management studieren. Also ja, es geht. Und unsere drei Kollegen, Professor Schaaf, Professor Dittmar, der ich schon genannt hatte, wir haben dort 6, 7 Module, die wir auch abdecken. Das heißt, wir haben auch eine Vertiefungsrichtung im Immobilienmanagement, ja. Da würde ich gleich noch persönlich eine Frage anschließen. Haben Sie Erfahrungen? Ist es im Berufsleben notwendig, den Masterabschluss zu haben? Oder reicht nicht einfach der Bachelorabschluss gerade in Ihrer Branche aus? Es kommt darauf an, was man für Ziele hat, ne? Also das heißt, für manche Positionen ist ein Masterabschluss schon durchaus gewollt und gern gesehen. Das heißt, wenn man an der Karriereleiter vielleicht etwas höher steigen möchte, ist das mit dem Masterabschluss schon durchaus auch zu empfehlen. Wenngleich es natürlich hier und da immer wieder auch Studenten, Absolventen gibt, die mit einem Bachelorabschluss durchaus auch ihren Job finden und da auch gut aufgehoben sind. Aber das ist vielleicht von der Hierarchie ein bisschen im mittleren Managementbereich dann anzusehen. Das heißt, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Kann auch das Studium, also das Masterstudium nochmal nutzen, um sich in einem bestimmten Bereich auch zu spezialisieren, Schwerpunkte zu setzen. Also das würde ich vielleicht auch so als Chance sehen, dieses Masterstudium. Vielen Dank für die Antwort. Und wir gehen einen Studiengang weiter zu Professor Hartig. Und es erreicht uns eine Frage von Vanessa, die gern wissen möchte, wie hoch der Anteil der Chemie im Umweltmanagement, in der Umweltmanagement-Vertiefung ist, ob man da viel im Labor arbeitet. Und ganz klassisch, natürlich, es kam eine Frage von einer Frau, wie hoch der Studentinnenanteil im Studiengang ist. Der Studentinnenanteil ist bei uns, ich denke, das beim Professor Mehlis auch, der ist vergleichsweise hoch. Also ich würde mal sagen, wir haben ein gutes Drittel. Also wir haben schon eine sehr starke Frauenfraktion bei uns. Also das ist eigentlich nicht so das, was man sich so als klassischer technischer Studiengang vorstellt, wo sie 100 Männer und eine Frau haben. So ist das nicht. Also das sind durchaus Studiengänge, die auch für Frauen sehr attraktiv sind. Also wir haben seit Jahren, würde ich sagen, ein gutes Drittel oder fast die Hälfte. Ich habe schon einen vergleichsweise hohen Frauenanteil. Also das sind so unsere beiden Studiengänge, denke ich, sind schon sehr gut geeignet auch. Frauen und Technik, so das ist schon recht gut da gemacht. Vielen Dank. Und der erste Teil der Frage war der Anteil der Chemie in der Vertiefung Umweltmanagement. Naja, wir haben in Chemie-Teil insofern drin, wir haben ja bei uns, steckt ja der Umweltbezug drin. Wir haben also quasi 3, 4 Umweltmodule zum Schluss. Also wir haben die Umweltanalytik. Wir haben zweimal die Umwelttechnik drin, also Luft, Wasser, Boden sind so die ganzen typischen Umweltauswirkungen. Und da gibt es natürlich am Anfang ein kleines bisschen, dass man erstmal einen Einstieg hinfindet, dass man ein paar so eine chemischen Grundlagen, wobei das ja auch ist, das muss man auch sagen, was sind wir nicht? Ja, also wir sind keine Biologen und bei uns wird man kein Chemiker. Sondern es geht einfach bei uns ja darum, dass wir Energie- und Umweltsysteme aufbauen und bewerten sollen.
müssen Sie zumindest so weit in der Lage sein, dass Sie mit den Fachkollegen ja dann draußen rum zusammenarbeiten können. Also Sie müssen zum Beispiel irgendwie wissen, wenn Sie Analysen in Auftrag geben und so, dass Sie ungefähr auf Augenhöhe mit den Spezialfirmen dann zusammenarbeiten können. Also bei uns gibt es also kein ausgesprochenes chemisches Grundlagenausbildung oder sowas, das haben wir nicht. Sondern bei uns ist das schon, diese Chemie wird quasi mit benutzt und wird in diese technischen Module dann quasi eingebaut. Also weil wir sehen uns auch nicht als Chemiker und wir sehen uns im Grunde auch nicht als Analytiker und wir sind auch keine Biologen. Da gibt es eigene Fachrichtungen bei uns im Hause und die das dann wirklich wert da sein. Herz für die Chemie oder die Biologie hat, der geht dann zum Professor Winchers und dort ist alles gut. So. Also bei uns, wir nutzen solche Sachen, aber das ist nur so weit, wie man das fürs technische Sachverständnis dann braucht. Ja, vielen Dank für dieses offene Wort. Und eine abschließende Frage habe ich noch an Sie. Jetzt macht ja Umwelt nicht an den Ländergrenzen Halt. Die Frage bezieht sich auf das Praktikum, ob es auch möglich ist, das im Ausland zu absolvieren und ob das sinnvoll ist. Die Frage an mich, ja. Also wir haben seit Jahren, seit es unseren Studiengang gibt, gibt es immer wieder Leute, die ins Ausland gehen. Das ist zum einen noch dem geschuldet, da ja die Hochschule sich ja noch durchaus als eine sehr international verankerte Einrichtung sieht. Wir haben ein sehr gut funktionierendes Auslandsamt und sehr gute Kontakte ins Ausland und deswegen nutzen auch die Studenten vielfältiger Art und Weise auch die Angebote, die wir hier als Hochschule den Studierenden machen werden. Also jetzt Leute in Finnland, wir haben vor 2 Jahren, die ist nach Alaska, wir haben so Leute in Neuseeland und auch in Ländern, die man nicht so auf dem Schirm hat, hatten jetzt Israel zum Beispiel und so. Also das ist durchaus auch überhaupt jetzt mal für junge Leute, jetzt mal vom Studiengang abgesehen, man sollte schon, die Welt wird an sich immer internationaler und da gehört Sprache und Kultur, das gehört auch einfach mal dazu und wenn man die Chance hat, als junger Mensch ins Ausland gehen zu können, oder wenn die Hochschule solche Angebote macht, dann sollte man das schon versuchen, das zu nutzen. Und wir unterstützen das auch auf vielfältige Art und Weise und also nicht nur wir als Studiendekane, sondern im Grunde die ganze Hochschule ist da sehr interessiert dran, von der Sprachausbildung bis zur ganzen Betreuung der Studenten. Das ist bei uns echt auch gewollt und das wird auch so gelebt. Und da zeigen auch die ganzen Beispiele der letzten Jahre, dass das auch sehr erfolgreich umgesetzt und genutzt wird. Vielen Dank für diese vielen nützlichen Informationen. Das war es auch jetzt schon aus der Fragenecke von unseren Interessierten. Ich rufe weiterhin auf, stellt eure Fragen im YouTube-Live-Chat oder auch über unsere Social-Media-Kanäle. Wir sind für euch da und jetzt gebe ich wieder ab zu Max. Ja, vielen Dank, Moni, und vielen Dank auch an Sie, Professor Hartig, und an Sie, Professor Mehles, dass Sie sich die Zeit hier für unsere Interessierten genommen haben. Wie geht es jetzt für euch draußen weiter? Jetzt im Anschluss ab circa 11, vielleicht geht es auch schon ein paar Minuten eher los, schließen sich die Zoom-Räume dieses ganzen Blockes jetzt an, also sowohl Betriebswirtschaft als auch das Wirtschaftsingenieurwesen als auch Energie- und Umweltmanagement und nachhaltiges Immobilienmanagement. Beim nachhaltigen Immobilienmanagement wird dann Frau Professorin Dittmer den Zoom-Raum halten. Professor Mehles hat es erwähnt, sie macht auch besondere Fächer in dem Studiengang und nutzt auch besondere Methoden in diesem Studiengang. Und diese Methoden sollen jetzt auch Teil der nachfolgenden Matzen sein. Also jetzt, wenn ich hier durch bin, sehen wir wieder einen kleinen Clip bis um 11, wo wir euch zuerst Frau Professorin Dittmer und ihre Inhalte des Studienganges vorstellen und ihre Methoden, ein kurzes Porträt. Im Anschluss schauen wir uns einen Ausschnitt aus unserer Firmenkontaktmesse an. Professor Schneider hat das vor etwa einer Stunde erwähnt, dass es so etwas gibt bei uns, also eine Messe, die wir in der Hochschule veranstalten, wo unsere Studierenden Kontakte in die Wirtschaft knüpfen können. Und dann schauen wir uns noch einen kleinen Clip aus dem Studiengang Energie- und Umweltmanagement an, wo das Ganze nochmal vorgestellt wird. Um 11 geht es dann weiter mit dem allgemeinen Themenblock, alles rund um das Thema Bewerben, Wohnen, BAföG, Studieren in Mittweida. Also auch da natürlich wieder die Möglichkeit, Fragen direkt im Chat zu stellen. Habe ich auch 2 Gäste zugeschaltet. Und jetzt würde ich sagen, geben wir erstmal ab an die Matzen und wir sehen uns dann pünktlich um 11 hier an der Stelle wieder. Viel Spaß! Ich bin
Annika Dittmer, Professorin für nachhaltiges Bauen und Betreiben hier in der Hochschule Mittweida. Und der Studiengang, den ich hauptsächlich betreuen darf, nennt sich Immobilien- und Facilities Management an der Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen. Von mir kann man nachhaltiges Bauen lernen, alles was dazugehört, nachhaltiges Betreiben. Das fängt eigentlich mit den Grundlagen einer nachhaltigen Architektur an, über baukonstruktive Maßnahmen und bis hin über verschiedene Aspekte des nachhaltigen, energieeffizienten, sogar suffizienten Bauens und Betreibens von Immobilien und darüber hinaus vor allem etwas, was ich Methodenkompetenz nenne. Was ich mir auf jeden Fall immer wieder vornehme, ist, dass Wissen nicht nur in Form von Hunderten von PowerPoint-Folien sozusagen rübergebracht wird, sondern die Anwendung des Wissens, das ist mir wichtig, dass das wirklich hängen bleibt und auch nach Jahren im Idealfall noch abgerufen werden kann. Und ich versuche sozusagen Vorlesungen, aber auch Seminare so praxisnah wie möglich zu machen, weil ich ja wie gesagt aus der Industrie komme und versuche das nicht nur mit vielen Beispielen zu untermauern, was ich dort zu transportieren habe, sondern so praxisnah Beispiele und Projekte wie nur möglich an die Studierenden zu bringen, dass sie selbst relativ früh die Erfahrung machen und mit allem drum und dran, wie sich das tatsächlich anfühlt, mit allen Belastungen, die dazugehören, mit allen Zielkonflikten, mit allen Widrigkeiten, wenn man tatsächlich in der Projektarbeit steckt und viele Ziele gleichzeitig zu erfüllen hat. Agiler Raum ist eine ganz neue Sache. Das ist sozusagen die erweiterte, professionalisierte Form des Brainstormings, bei dem einfach sich alle einbringen können und Ideen sofort visualisiert werden. Und dadurch spricht man sozusagen nicht über eine hohle Phrase, man spricht auch nicht über Gedanken, die in den Raum geworfen werden, sondern durch die sofortige Visualisierung dieser Gedanken ergeben sich wieder neue Aspekte und Dinge. Und da gibt es verschiedene Methoden, um das anzuwenden. Und was ich beobachte und auch als Rückmeldung von den Studierenden bekomme, dass das eben auch Spaß macht. Die Methode Scrum, also es ist eine agile Projektmanagement-Methode und um das wirklich zu verstehen, was diese Methode ausmacht, muss man ein agiles Projekt einmal von vorne bis hinten durchlaufen. Und um das so zeiteffizient wie möglich zu machen, habe ich die Studierenden sozusagen in kürzester Zeit einen kleinen Stadtteil bauen lassen mit Legosteinen. Und sie haben dort verschiedene Anforderungen bekommen. Anforderungen, die sich während der Projektzeit in den sogenannten Sprintphasen nochmal radikal verändert haben. Und genau darum geht es eigentlich beim agilen Arbeiten, ständig anpassungsfähig zu bleiben und zunächst mal im Geistigen und das dann auch in Projekten sozusagen umzusetzen. Mir ist durchaus bewusst, dass die agilen Methoden und dieses wirkliche Erleben der geistigen Flexibilität, das ist am Anfang eine totale Überforderung. Also das führt bei vielen dazu, dass man es zunächst mal ablehnt, dass es ist einfach eine völlig neue Form der Arbeitsweise. Am Anfang ist auch nicht unbedingt ersichtlich, wie man jetzt von den Legosteinen zu realen Problemlösungen kommt und da kann man eigentlich immer nur wieder motivieren und die Studierenden
so ein bisschen bei Laune halten sozusagen. Und es sind auch schon jetzt, zeichnet sich ab, dass viele gute Ideen dabei sind. Im Moment sieht es so aus, als wäre es eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. So, da ich ja jetzt fast fertig bin mit meinem Studium, habe ich von der Firmenkontaktmesse an der Hochschule Mittweida gehört und mich direkt ins Auto gesetzt, auf den Weg dorthin gemacht und ja, ich bin gespannt, welche Firmen mich dort heute erwarten werden. Los geht's! So, ich stehe jetzt hier schon vor dem wunderschönen Gebäude der Hochschule Mittweida und bin ganz gespannt, was die Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen hier heute auf die Beine gestellt hat. Kommt mit! Kontaktmesse läuft schon und ich habe mir 10 Firmen rausgesucht, die ich heute mal genauer unter die Lupe nehmen werde. Sie sind dieses Jahr hier das erste Mal bei der Firmenkontaktmesse. Wie ist so der erste Eindruck? Ja, alles Vertretene und bis jetzt sind wir zufrieden mit unserem Stand und sind auch einige Studenten schon gekommen. Die häufigsten Fragen sind natürlich, was wir fachlich anbieten können. Was sind wir, was machen wir als Ingenieurbüro, also in welchen Bereichen sind wir tätig und haben Sie ein Praktikum? Ich habe vorhin gehört, ihr seid ein Start-up und bei euch arbeiten ganz, ganz viele junge Leute. Erzählt mal, wie habt ihr euch gegründet und um was geht es in eurer Firma? Also unser Startup gibt es erst seit 2016, also ungefähr seit 2,5 Jahren. Also wir sind ein Softwareunternehmen und wir haben eine Software entwickelt für digitale Beratung. Wir suchen sehr viele ITler, vor allen Dingen für die Softwareentwicklung, aber auch sehr viel im Bereich Marketing. Das wird definitiv mein kurzes Bewerbungsgespräch hier, das weiß ich jetzt schon. Und das sind dann meine neuen Kolleginnen, hoffe ich. Was begeistert euch an der Messe? Also warum kommt ihr immer wieder? Weil es toll ist, im Endeffekt so viele junge Menschen hier zu sehen. Wir beide sind selber auch Trainees hier. Das heißt, wir waren auch mal in genau der gleichen Situation wie die Studenten hier, dass wir uns nämlich umgeschaut haben, wo könnten wir mal hingehen. Bei uns kann man sowohl in den Bereich der Polizei eintreten oder man bewirbt sich direkt auf eine der Stellen des Polizeiverwaltungsamtes. Was sind hier heute die meistgestellten Fragen von den Studenten? Naja, eigentlich erstmal was für Praktikumsplätze haben wir im Angebot. Da ist vor allen Dingen begehrt immer das Thema Controlling und heute auch so das Thema Immobilienmanagement. Ja, was kann ich machen mit meinem Studium, ist eigentlich die häufigste Frage. Und gerade mit dem häufig gefragten Studium BWL muss man wirklich sagen, dass da bei Lidl alle Türen offen stehen. Das ist der direkte Weg, im Grunde genommen Studenten kennenzulernen und sie über unsere Praktikums-, aber auch Trainee-Programme zu informieren. Ja, Herr Professor Schmalfuß, es ist hier heute die dritte Fortsetzung der Firmenkontaktmesse. Wie zufrieden sind Sie? Also ich bin sehr zufrieden. Wir haben Rekordteilnahme von über 40 Firmen, die heute bei der dritten Auflage der Firmenkontaktmesse mit dabei sind. Und Sie sehen es ja selber, die Studenten sind in Gesprächen und genau das war das Ziel unserer Firmenkontaktmesse. Ja, der Herr Schmalfuß, unser Professor, der hat uns hier eingeladen. Und da ich diesen Sommer meinen Studiengang hier abschließen werde, bin ich jetzt auf der Suche nach einer Diplomandenstelle und bin da sehr zuversichtlich, dass ich da heute hier was finden werde. Also für meine Zukunft ist es auf jeden Fall interessant. Ich studiere BWL und da sind natürlich hier viele Möglichkeiten für mich. Die Messe ist wirklich hervorragend. Also vor allem, wenn man bedenkt, welche übersichtliche Größe Mittweida hat und unsere Hochschule hat, gibt es viele namhafte Unternehmen, wie zum Beispiel IBM, aber auch viele regionale Mittelständler. Und das ist sozusagen Win-Win-Win für die Studierenden, für die Hochschule und natürlich für die lokalen Unternehmen. Ja, was soll ich sagen? Die Firmenkontaktmesse war für mich ein voller Erfolg. Mehr Kontakte geknüpft als im Studentenclub gestern Abend. Und naja, von den 10 Firmen, die ich mir vorher rausgesucht hatte, habe ich jetzt tatsächlich 3 Vorstellungsgespräche. Also wenn das nicht geil ist. Julia und Ann diskutieren oft über die Zukunft der Erde. Meist bleiben sie bei den Themen Umwelt und Klima hängen. Julia kann absolut kein Verständnis für Umweltverschmutzung und die von uns Menschen produzierte Menge an Müll aufbringen. Ann wiederum versteht nicht, wieso der Ausbau der erneuerbaren Energien so langsam geht. Sie kann sich echt nicht vorstellen, dass irgendjemand durchschürfte Böden, zehntausende Jahre lang radioaktiv strahlenden Atommüll und verpestete Luft akzeptabel finden kann, wenn es doch auch saubere Alternativen gibt. Vom Zusehen hat Ann jedenfalls die Nase voll.
Ab sofort will sie selbst dafür einstehen, dass wir die Umwelt bewahren und somit den Klimawandel abschwächen. Deshalb hat sie sich in das Studium Energie- und Umweltmanagement an der Hochschule Mittweida eingeschrieben. Natürlich hat sich Ann zuvor über die Inhalte des Studiums informiert. Dabei ist ihr aufgefallen, wie intensiv sie sich mit Fragen zu Umweltschutz, nachhaltiger Wirtschaft und sauberen Technologien befasst. Als Beispiel: Welche Umweltgesetze müssen beachtet werden und reichen diese überhaupt aus? Können Energie und Rohstoffe eingespart oder wiederverwendet werden, vielleicht auch giftige Stoffe vermieden? Welche erneuerbare Energie passt in welcher Situation am besten? Knifflig! Ann weiß auch schon, dass sie sich im Studium in Sprachen bilden wird, wissenschaftliche Herangehensweisen und Methoden erlernt und sich im interkulturellen Umgang schulen wird. Für ein globales Thema wie den Klimawandel ist das schließlich ebenso wichtig wie Fachkenntnisse. Weil Ann wissen wollte, wie es im Studium um die Praxis bestellt ist, hat sie sich mit dem ehemaligen Studenten Robert getroffen, der jetzt als Umweltmanagementbeauftragter arbeitet. Er berichtete ihr von Professoren und Dozentinnen aus der Energiewirtschaft, der Umweltanalytik, dem Ressourcenmanagement und vielen weiteren Gebieten, jahrelange Praxiserfahrung und Unternehmenskontakte inklusive. Echte Fallbeispiele waren das A und O. Die Laborpraktika empfand Robert allerdings immer als das Highlight. Sich an Energie-, Elektro- und Umwelttechnik auszuprobieren, ist noch etwas ganz anderes, als nur darüber zu sprechen. Allgemein hat ihn die familiäre Atmosphäre während des Studiums angespornt. Er war nicht nur einfach eine Nummer für seine Dozenten. Da der Studiendekan, also der leitende Professor des Studiengangs Energie- und Umweltmanagement, Professor Hartig, gleichzeitig der Leiter des Instituts für Energiemanagement ist, fand Robert immer einen Ansprechpartner für seine Anliegen. Kein Wunder, am Institut arbeiten um die 20 Leute in der anwendungsorientierten Forschung. Robert berichtete auch von seiner Freude darüber, dass er direkt nach dem 6. Semester, dem sogenannten Praxissemester, von seinem Praxisbetrieb als Umweltmanagementbeauftragter übernommen wurde. Dort ist er nun eine geschätzte Fachkraft. Ann war froh zu hören, dass Leute gesucht werden, die sich mit nachhaltigem Handeln zum Schutz des Planeten auskennen. Zusätzlich hat sie sich auf dem Jobmarkt umgesehen und wurde bei den Stellenangeboten im Internet schnell fündig. Bei einigen Unternehmen würde sie am liebsten direkt anfangen, aber nicht zu voreilig. Erst muss sie noch studieren. Langsam fragt sich Julia, ob sie sich auch vorstellen könnte, im Dienste des Planeten zu arbeiten. Obwohl sie sich wünscht, dass sich etwas an der Welt ändert, hat sie noch nie daran gedacht. Schlecht ist die Idee nicht. Immerhin könnte sie dann viel mehr tun, als Lebensmittel ohne Plastikverpackung zu kaufen oder weniger Fleisch zu essen. Als Energie- oder Umweltmanagerin könnte sie ein ganzes Unternehmen oder eine Stadt dazu anleiten, Umwelt und Klima zu schützen. Wenn auch du mehr tun möchtest, frag einen unserer freundlichen Studienberater, besuch uns beim Studieninformationstag oder unter www.hs-mitweida.de/eum.